Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Heute beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit Tuning. Wir setzen quasi den kleinen C schon mal in fremde Gewässer. Und zwar beschäftigen wir uns nicht mit Zylindern, aber umso größer der Zylinder wird, umso mehr Sprit brauchen wir. Und irgendwann reicht einfach der BVF-Vergaser nicht mehr aus. Darum schauen wir uns heute mal den Mikuni VM20 an. Ein kleiner Hinweis vorab. Wir sprechen zwar immer vom VM20, aber den Vergaser gibt es in drei Varianten. VM20, 151, 273 und 327. Der VM20, wie wir ihn bei der Simson benutzen, ist der 273. Wir sagen zwar nur weiterhin VM20, aber wenn ihr gezielt nach Ersatzteilen sucht, kann die genaue Bezeichnung helfen. Aber warum sollte man überhaupt zu einem anderen Vergaser greifen? Wer Stino, also stinknormal, fährt, macht mit dem BVF 16N1, wie er zum Beispiel bei einer S51 verbaut ist, nichts verkehrt. Im Gegenteil, wer einen größeren Vergaser auf einen Stino-Motor schraubt, wird keine Freude haben, sondern nur alles verschlechtern, wenn das Moped überhaupt noch läuft. Kommen wir aber in den Tuning-Bereich, kann es schnell eng werden mit der Spritversorgung. Je nachdem, für welchen Tuning-Zylinder ihr euch entscheidet, müsst ihr entsprechend Luft und Sprit zur Verfügung stellen. Auf der einen Seite ist der BVF 16N111 mit 16mm Durchlass und auf der anderen der Mikuni VM20 mit 20mm. Den Größenunterschied am Einlass sieht man sofort. Zum Vergleich haben wir beide Vergaserdichtungen einmal übereinander gelegt. Wenn man den Mikuni mal zerlegt, sieht man, dass ein anderer Vergaser nichts ist, wovor man Angst haben müsste. Denn im Inneren sehen wir Bauteile, die wir auch aus einem BVF-Vergaser kennen. Hier haben wir Düsenstock, Hauptdüse, Leerlaufdüse, Gasschieber, Schieberdeckel, Teillastnadel, Nadelventil, Standgasschraube, Luftgemischschraube, Schwimmer und den Choke. Wer den manuellen Choke am Vergaser nicht mag, kann hier auf einen Umbausatz zurückgreifen und den Choke mit einem Bautenzug wieder oben zum Lenker hochlegen. Bleiben wir aber mal bei den Bautenzügen. Denn zu unserem Glück hat der Schieberdeckel das gleiche Gewinde wie der Deckel vom BVF-Vergaser. Das bedeutet, dass wir den Gasbautenzug, vorausgesetzt die Länge passt, weiterhin verwenden können. Wer den Schnellgasgriff von MZA benutzt, kann auch aufatmen. Der Bautenzug für den Schnellgasgriff von MZA hat bereits eine Einstellschraube auf dem Bautenzug. Hier muss nur vorher die Stellschraube aus dem Deckel geschraubt werden und die vom Bautenzug kann direkt eingeschraubt werden. Bei anderen Bautenzügen lasst ihr die Stellschraube einfach drinne. Das war es dann aber auch leider schon mit den Teilen, die Plug and Play übernommen werden können. Der Vergaser passt leider nicht ohne weiteres an einen S51-Zylinder. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Man kann den Flansch etwas wegfeilen, bis die Stehbolzen dazwischen passen, oder sich von verschiedenen Herstellern einen Abstandshalter besorgen. Das ist einfacher und daher haben wir das auch gemacht. Wir finden die Lösung etwas schöner und der Vergaser kann einfach auf ein anderes Moped montiert werden, sollte man ihn doch mal wechseln wollen. Außerdem braucht man, wenn man den Mikuni am originalen Herzkasten der S50 S51 betreiben möchte, noch eine andere Ansaugmuffe mit den üblichen 28er und einem 40er Durchmesser. Die Düsen sind ebenfalls anders. Die BVF-Düsen passen nicht an den Mikuni VM20. Da uns beim Originalen aber das einfache und angenehme Abstimmen so gefällt, nehmen wir das gerne in Kauf und haben uns nicht lumpen lassen, Düsen eines Profi-Herstellers zu verwenden. In der Simson-Landschaft hat sich als Standardangabe für die Düsen die BVF-Werte durchgesetzt. Das birgt allerdings das Problem, dass man jedes Mal zwischen den unterschiedlichen Düsenbenennungen umrechnen muss. Wir haben leider keine genauen Angaben mit Quellen zur Düsengröße finden können. Also haben wir das gemacht, was wir auch jedem von euch in so einer Situation raten würden. Einfach die Düse weglassen, denn mehr Sprit ist gleich mehr Kaboom und das bedeutet mehr schnell. Naja, Spaß beiseite. Wir haben Mikuni eine Mail geschrieben und freundlich nach den Düsengrößen gefragt. Es kam auch prompt eine Antwort und die sah erstmal so aus. Dazu muss man wissen, dass Mikuni die Düsen nach der Durchflussmenge benennt. BVF hingegen bezeichnet ihre Düsen nach dem Durchmesser. Da wir jetzt aber die Durchmesser von Mikuni bekommen haben, können wir ganz einfach zwischen BVF und Mikuni umrechnen. Als Beispiel nehmen wir die 135er Düse von Mikuni. Diese wird mit 1,005 mm angegeben. Wir sind mal so frei und runden auf 1 mm ab. Das entspricht genau einer 100er BVF-Düse. Wenn also angegeben ist, dass wir einen Zylinder mit einer 100er Düse fahren sollen, wäre die 135er die richtige Wahl für den VM20. Und hier jetzt auch einmal für euch die Liste mit den Mikuni BVF-Umrechnungen, damit ihr sofort wisst, welche die richtige Düse in eurem Fall ist. Auseinandergenommen ist sowas ja immer schnell. Aber keine Sorge, der Zusammenbau geht auch recht einfach.
Die Reihenfolge könnt ihr euch aussuchen. Im ersten Schritt montieren wir den Düsenstock, das Schwimmernadelventil und die Leerlaufdüse. Der Schwimmer hat eine Einbaurichtung. Die Seite mit der Kerbe muss zusammengebaut hier drüber liegen. Beim Zusammenbau wird der Schwimmer anhand der Unterlagen von Mikuni kontrolliert. Dieser soll, wie dargestellt zu sehen, 19 mm betragen. Das hat bei uns direkt ab Werk gestimmt. Gemessen wird, wie hier gezeigt, von der Dichtfläche bis zur Oberkante vom Schwimmer. Dieses Maß soll 19 mm plus minus 1 mm betragen. Das war es aber schon, was wir am Schwimmer machen können. Denn nicht nur der Schwimmer, sondern auch die Zunge sind im Gegensatz zum BVF komplett aus Plastik. Sollte der gemessene Wert bei euch also über 20 oder unter 18 mm liegen, wird es Zeit für einen neuen Schwimmer. Jetzt kann die Schwimmerkammer mit der Dichtung wieder aufgeschraubt werden. Danach wird die Hauptdüse mit der Hohlschraube unten in die Schwimmerkammer geschraubt. Die Luftschraube wird einmal komplett reingedreht, aber nicht angezogen und für die Grundeinstellung wieder 1,5 Umdrehungen rausgeschraubt. Zu guter Letzt bleibt noch der Choke und die Standgasschraube übrig. Bei der Schiebernadel lassen wir für die Grundeinstellung das Plättchen in der dritten Kerbe von oben. Die Nadel wird einfach in den Schieber gesteckt und mit diesem Plättchen fixiert. Wie immer muss der Motor warm gefahren werden, um den Vergaser ordentlich abstimmen zu können. Auch angenehm bei Mikuni ist die wechselbare Hauptdüse, ohne dass der Vergaser abgebaut oder gar zerlegt werden muss. Allerdings solltet ihr euch einen Lappen drunter legen, denn der Inhalt der Schwimmerkammer läuft dabei immer aus. Wenn alles wieder zusammengebaut ist, bleibt nur noch den Gasschieber wieder zu verschrauben, den Benzinschlauch anzustecken und dann kann's losgehen. Ja, also Spaß gemacht hat das zum Schluss nicht. Es ist natürlich nicht, wie euch gezeigt, mit einem Kick sofort angegangen, das Moped. Beim ersten Mal habe ich da schon 5 bis 10, vielleicht sogar 20 Mal treten müssen und es ist nichts passiert, sondern nur Benzin ist ausgelaufen. Das lag aber an mir. Ich habe das Schwimmernadelventil nicht wieder mit eingebaut. Der Fehler war zum Glück schnell gefunden, die Freude danach groß. Jetzt habt ihr es ja gehört, läuft das ganz gut. Einstellen muss man sowas immer. Egal welcher Vergaser, egal welches Moped, warm fahren, einstellen. Und dann wird das schon. Aber jetzt bin ich mal ganz gespannt auf eure Kommentare, beziehungsweise habt ihr den Mikuni auch verbaut? Wenn ja, VM20, 24. Und was für ein Setup fahrt ihr? Mit welcher Düsengröße? Das würde mich wirklich interessieren. Hier ist ja aktuell eine 110er drin. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.